Hallo, mein Name ist Markus Schwalb. Ich bin Geschäftsführer vom Ingenieurbüro Enercon hier in Ludwigshafen. Wir haben im Jahr 2017, 2018 das Creation Center seitens der Haustechnik hier geplant. Insbesondere haben wir die Lüftungsanlagen und die Kälte- bzw. die Wärmeversorgungsanlage geplant. Unser Auftraggeber war die BASF Wohnen und Bauen. Wir haben hier ein HVRF-System eingebaut. Die Innengeräte sind dann über ein Wasserrohrnetz entsprechend angeschlossen. Wir können also gleichzeitig heizen und kühlen. Unser Hybrid-VRF-System ist ideal für Gebäude, in denen Kältemittelleitungen nicht erwünscht sind. Ein Flusswassernetz der BASF war hier am Standort vorhanden und somit hat man sich hier für ein wasserbasierendes Hybrid-VRF-System entschieden. Die Vorteile dieses Hybrid-VRF-Systems sind die deutliche Reduzierung der Kältemittelmenge. Durch das Wassersystem hatten wir auch dann die ganzen Unwägbarkeiten eliminiert, die Direktkälteanlagen mit sich bringen, im Hinblick beispielsweise auf Havarien, Ausgasungen. Die Größe der Kassetten war auf die Standardraster 625x625 begrenzt, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht wussten, in welchen Bereichen Abhangdecken in welcher Form kommen und in welchen Bereichen nicht. Wir haben weitestgehend im Bereich der Lobby, im Treppenaufgang und dergleichen, in den Büros auch, Sichtinstallationen. Allerdings für die Besprechungsräume gab es mehrere Varianten mit Deckenkonzepten. Durch die Wärmerückgewinnung des Systems können wir die komplette überschüssige Wärmemenge des Systems nutzen. Dadurch erhöhen wir deutlich den Komfort und senken die Energiekosten. Zu diesem System haben wir eine AE200, einen Touch-Controller, wo wir die komplette Anlage regeln können. Wir arbeiten schon seit sehr langem mit Mitsubishi Electric zusammen. Wir waren damals auf der Suche nach einem geeigneten Hersteller, der uns auch bei der Planung ein bisschen unterstützt. Deswegen haben wir bei Mitsubishi Electric bei Herrn Raul nachgefragt. Der hatte auch sehr großes Interesse dran, weil, wie gesagt, es ist ja nicht ein alltägliches Projekt in der Form. Die Kunden sind sehr zufrieden